Hallo, ihr fabelhaften Jungfraugeborenen und Jungfrau-Aszendenten. Herzlich willkommen zu eurem Horoskop Liebe und Leben im Juni 2018 mit eurer Astrologin Antonia Langsdorf. Für euch steht die Liebesgöttin Venus noch bis Mitte des Monats sehr romantisch. Allerdings kann es in einer Freundschaft zu einer heiklen Situation kommen. Genießt erstmal das erste Wochenende des Monats, da stehen eure Sterne einfach traumhaft. Falls ihr in einer persönlichen Angelegenheit Rat braucht, schaue ich gern für euch ins Horoskop. Ihr erreicht mich über meine Homepage oder mein Kundentelefon. Beides verlinke ich unten in der Videobeschreibung und auf der Infokarte hier im Bild. In meiner Verlosung gibt es diesmal eine Uranus-Beratung zu gewinnen. Der Rebell und Erfinder unter den Planeten ist ins Zeichen Stier gewechselt und bildet jetzt für die kommenden Jahre einen sehr günstigen Aspekt für euch. Was das bedeutet, erfahrt ihr auch in meinem Uranus-Special Wind des Wandels. Und da gibt es auch wieder eine Sonderaktion mit einer Uranus-Beratung. Schaut also mal rein. Mit etwas Glück könnt ihr die Beratung auch in der Verlosung gewinnen. Und wie ihr daran teilnehmt, das erfahrt ihr am Ende des Videos. Also bleibt dran. Jetzt schauen wir in eure Tendenzen für den Juni, euren Erlebnishintergrund mit den langfristigen Tendenzen und welche Geburtstagskinder besonders wichtige Aspekte empfangen. Diese Informationen findet ihr in meinem ausführlichen Jahreshoroskop. Das gibt es als Video und auch als Buch zum Nachlesen. Der Monat beginnt mit einem sehr romantischen Wochenende für euch. Wenn ihr frisch verliebt seid oder eine schöne Beziehung mit eurem Schatz habt, könnt ihr die Sterne für innige Momente nutzen und solltet euch Zeit für die Liebe nehmen. Für alleinstehende Jungfraugeborene ist es ein sehr inspirierender und kreativer Aspekt. Ihr könnt an diesem Wochenende bei einem kreativen Projekt weiterkommen. Oder ihr kümmert euch um die Freundschaftspflege. Das ist sogar besonders wichtig, denn in der Woche drauf gibt es schwierige Aspekte für eine Freundschaft. Jungfraugeborene können ja sehr kritisch sein. Sie haben auch meistens recht und meinen es meistens gut. Aber gerade zwischen dem 5. und dem 7. Juni solltet ihr euch da zurückhalten. Da könnte sonst jemand sich ganz schlecht bei fühlen. Falls wirklich mal eine Aussprache ansteht, würde ich die auf den Juli verschieben. Da kann man besser solche Gespräche führen. Den Juni über sind viele Menschen sehr empfindlich gegenüber kritischen Bemerkungen, ganz egal, ob jemand in der Sache recht hat oder nicht. Wenn es darüber zum Streit kommt, kann jemand spontan sogar eine Freundschaft beenden. Und das wäre doch schade. Auch falls ihr eine heiße Affäre angefangen habt, kann es zu heiklen Momenten kommen, weil vielleicht Themen angesprochen werden, die unter die Haut oder unter die Gürtellinie gehen. Und das kann dann zum Abbruch dieser Beziehung führen. Also kritische Sachen nur ansprechen, wenn man auch bereit ist, die Konsequenzen zu tragen. Am 13. Juni haben wir den Neumond im Zeichen Zwillinge und der hat mit eurer Karriere und eurem beruflichen Fortkommen zu tun. Vielleicht ist das eine Gelegenheit, über wichtige berufliche Entwicklungen nachzudenken. Ansprechen würde ich sowas aber noch nicht. Gerade um den Neumond herum gibt es einige Spannungen zur Jungfrausonne, die zu Missverständnissen und falschen Erwartungen führen könnten. Im Juli sind die Tendenzen für solche Gespräche viel günstiger. Am gleichen Tag wechselt auch die Venus das Zeichen, sie geht dann in den Löwen und aktiviert dann bis zum 9. Juli den spirituellen Bereich eures Horoskops. Das ist eine sehr schöne Energie für alle Jungfraugeborenen, die spirituell arbeiten oder in einem heilenden Beruf tätig sind. Ansonsten kann es dazu führen, dass ihr euch gerne mal zurückzieht und Irrungen und Wirrungen der Liebe gerne aus dem Weg geht. Ebenfalls zu Neumond wechselt der Merkur in den Krebs und dann gibt es für ein paar Tage eine sehr inspirierende Konstellation für euch, die ist sehr gut zum Pläne machen. Aber wie gesagt, auch hier gilt erstmal schön für euch behalten oder nur mit ganz vertrauten Menschen besprechen, denn es ist nicht gesagt, dass ihr bei anderen gleich auf Verständnis stoßt. Das kann noch bis zum Juli dauern. Ab der Monatsmitte und bis zum 21. baut sich dann eine starke erotische Spannung auf. Es wird heftig geflirtet und viele verhalten sich dabei unberechenbar. Für euch wird das dann interessant, wenn ihr Planeten im Löwen im Horoskop habt. Euer Sternzeichen selbst ist von dieser nervösen Spannung nicht so betroffen. Wenn ihr in einem beratenden Beruf tätig seid, werden jetzt viele Leute bei euch Hilfe suchen, die in ein Liebesdesaster hineingeraten sind. Und ihr seid dann sehr empathisch und könnt gut zuhören und helfen.
Am 21. Juni mittags um 12.07 Uhr geht die Sonne ins Zeichen Krebs und aktiviert dann für die kommenden 4 Wochen euer Freundschaftshaus im Sonnenhoroskop. Und das ist dann gleichzeitig auch die Sommersonnenwende. Sie läutet einen heißen Liebessommer ein, der jetzt ansteht. Bei euch betrifft das vor allem die Geborenen der zweiten Dekade, denn da steht jetzt Neptun im Partnerhaus und kann euch ein sehr romantisches Liebesabenteuer bescheren. Und es betrifft, wie gesagt, diejenigen Jungfrauen, die Planeten im Löwen haben, denn da spielen sich die wilden Erotikkonstellationen ab, hier im Löwen und im Wassermann, zwischen Venus und Mars. Ich denke, viele Jungfraugeborene werden auf diese Konstellation mit Rückzug reagieren, weil sie keine Lust haben, sich in ein ungewisses Abenteuer zu stürzen. Dafür sorgt Saturn, der bei euch im 5. Haus steht, das ist das Haus der Affären, und macht euch vorsichtig. Und wisst ihr was? Das ist jetzt genau das Richtige. Jungfraugeborene sind empfindsam und lassen sich leichter beeinflussen, als sie selbst glauben. Deswegen kann ein bisschen Vorsicht und Zurückhaltung überhaupt nicht schaden. Wenn es jemand mit euch ernst meint, wird die Person Verständnis dafür haben, wenn ihr nicht gleich mit Volldampf in ungewisse Gewässer aufbrechen wollt. Ihr habt ein Recht darauf zu erfahren, wo die Reise hingehen soll. Und außerdem macht es einen ernsthaften Verehrer nur noch verrückter nach euch, wenn ihr ihn erstmal ein bisschen zappeln lasst. Deshalb überstürzt nichts und bleibt in eurem eigenen Rhythmus. So schützt ihr euer Herz. In der Nacht zum 27. Juni wird der Mars rückläufig, was einen großen Anteil daran hat, dass dieser Sommer so heiß wird und dass viele Leute in der Liebe einfach nicht zurechnungsfähig sein werden. Bei euch spielt sich diese Mars-Konstellation im Bereich Arbeit und Gesundheit ab. Rechnet also damit, dass berufliche Projekte ins Stocken geraten oder dass Kollegen sich als unzuverlässig erweisen. Auch äußere Umstände oder Anforderungen können dazu führen, dass es auf der Arbeit nicht ganz rund läuft. Die Rückläufigkeit von Mars dauert bis zum 27. August und in der Zeit solltet ihr auf jeden Fall Urlaub nehmen, weil es im Job sowieso nicht so recht vorangeht. Gesundheitlich kann das bedeuten, dass sich eine Infektion oder Entzündung hartnäckig hinzieht. Wenn sich da etwas zeigt, bitte nicht verschleppen, sondern sofort behandeln. Der Vollmond am 28. Juni kann nochmal diese Freundschaftsproblematik ins Bewusstsein bringen. Das hatte ich ja anfangs schon angesprochen. Solltet ihr euch also mit jemandem überworfen haben, wird euch das beschäftigen. Aber im Juli hilft euch die Sonne im Freundschaftshaus, die Sache gegebenenfalls wieder in Ordnung zu bringen. Am 29. Juni wechselt der Merkur ins Zeichen Löwe und aktiviert dort den spirituellen Bereich eures Horoskops. Das ist eine gute Zeit, um mit der inneren Stimme in Kontakt zu kommen. Jungfraugeborene, die im spirituellen Bereich aktiv sind und sich zum Beispiel einer Lerngruppe anschließen, können dort interessante neue Menschen kennenlernen. Das waren eure Konstellationen im Juni. Wenn ihr mehr über euer persönliches Horoskop wissen wollt, zum Beispiel wie sich eine Liebes- oder Finanzsituation entwickelt, dann könnt ihr euch gern für eine Beratung an mich wenden. Alle Infos dazu findet ihr auf der Infokarte hier und in der Videobeschreibung. Mein nächstes Webinar, Antonias Sterne, ist am Freitag, den 29. Juni um 17 Uhr. Da könnt ihr mir eine Frage zu eurem persönlichen Horoskop stellen. Das könnt ihr zum Beispiel nutzen, um zu erfahren, wo der Wind des Wandels mit Uranus jetzt durch euer Leben weht. In meiner Verlosung gibt es diesmal eine Uranus-Beratung zu gewinnen. Darin erfahrt ihr, welche aufregenden Veränderungen mit Uranus für euer Leben anstehen. Und so nehmt ihr an der Verlosung teil, postet mir hier einen netten, konstruktiven Kommentar und abonniert meinen Kanal. Und ich freue mich auch riesig, wenn ihr meine Videos teilt, sodass sich auch eure Freunde über die Botschaft der Sterne informieren können. Zum Abonnieren einfach hier klicken, dann seid ihr bei der Verlosung dabei. Schaut euch auch unbedingt mein Special über Uranus an, Wind des Wandels. Und, falls ihr sie noch nicht gesehen habt, empfehle ich euch meine Videos über Chiron im Widder und Saturn im Steinbock. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.